Ich würde sagen, auf jeden Fall sich nicht zu verlieren, sich selbst treu zu bleiben und gleichzeitig auch Niederlagen schon mit einzuplanen, einzukalkulieren. Also es wird nicht alles schön laufen. Es ist nicht so wie in der Modeschule zum Beispiel, dass man in so einem geschützten Rahmen sich ausprobieren kann und machen kann und einem kann nichts passieren und ständig gelobt wird von den Lehrern, sondern es ist halt das harte, ja. Die harte Businesswelt und Modewelt und das einfach schon im Vorfeld mit einzukalkulieren, dass das eben passieren kann, das Risiko einfach schon mitzuplanen und sich dann davon nicht ganz tief runterreißen zu lassen, sondern wieder aufzustehen und nochmal zu probieren und vielleicht auch geduldig zu sein, weil manchmal ist es einfach nur nicht die Zeit für gewisse Dinge und man ist manchmal so ungeduldig und möchte es aber jetzt erreichen und jetzt haben und es braucht einfach Zeit und sich dafür auch vielleicht auch nicht zu schämen, weil das war für mich auch so ein Punkt, als es mit den Investoren